Ich möchte Ihnen eine kleine Einführung in die Apfelkunde geben und hier speziell die Thematik der Apfelzüchtung ansprechen. Wir haben weltweit 300.000 Sorten. Wir wissen es eigentlich gar nicht, weil die Natur so viele Sorten geschaffen hat, dass man das gar nicht mehr nachvollziehen kann, wie viele es wirklich gibt. Denn die Natur hat immer weiblich und männlich zusammengebracht, um daraus dann wieder neue Babys zu machen. Und beim Apfel ist das so, wie beim Menschen auch, dass eben so viele Varietäten und so viele verschiedene Sorten entstanden sind dadurch, dass wir eigentlich gar nicht sagen können, wie viele Sorten gibt es wirklich. Wir haben hier nun ein paar Sorten, die ich Ihnen vorstellen möchte. Das sind Sorten, die wir jetzt in diesem Jahr im Anbau haben. Das sind Sorten, die es auch schon länger zu kaufen gibt. Aber man muss sagen, wenn ich sie Ihnen jetzt genau vorstelle, wir haben hier die Sorte Jona Gold, eine Sorte, die schon 1943 in Amerika gezüchtet wurde. Und von 1943 bis Ende der 70er Jahre war sie im Anbau eigentlich wenig vertreten. Erst dann wurde sie angebaut. Wir haben hier zum Beispiel die Sorte Braeburn, die zufällig in Neuseeland im Jahr 1952 schon gefunden wurde, als sogenannter Zufallssämling an einem Wegesrand. Die Sorte Elster, die also sehr bekannt ist und die auch sehr beliebt ist aufgrund seines sehr guten Geschmackes, wurde auch schon im Jahr 1955 in den Niederlanden gezüchtet. Und zuletzt die Sorte Topaz, die von Professor Tupi in der Tschechoslowakei gezüchtet wurde, ist eine der wenigen neuen Sorten, die hier richtig neu sind. Ich möchte Ihnen bei diesem Vortrag zeigen, dass aus wenigen Apfelsorten, die man kennt, sich ganz viele neue Sorten entwickeln können. Wir haben ja die weibliche Sorte Jona Gold und die männliche Sorte Braeburn. Und in der Natur sorgen die Bienen dafür, dass der männliche Pollen auf die weibliche Narbe aufgebracht wird, indem sie mit ihrem Fell den Pollen aufnehmen und wenn sie zur weiblichen Blüte fliegen, den Pollen dort dann ablagern. Der Pollen wächst im Pollenschlauch in den Fruchtknoten und daraus bilden sich dann Samen. Und diese Samen haben dann wieder ganz neue Eigenschaften, die zur einen Hälfte von der Mutter und zur anderen Hälfte vom Vater sind. So dass in diesem Fall zum Beispiel auch so eine Sorte dann entstehen könnte. Es könnte aber auch anders aussehen, die Sorte könnte aber auch vielleicht so aussehen. Dieser Zufall, der da mitspielt, der macht die Züchtung für mich als sogenannter Hobbyzüchter sehr interessant, weil ich nicht weiß, welche positiven oder negativen Eigenschaften der Vater- oder der Muttersorte an die Babysorte, das heißt an die neue Sorte, weitergegeben werden. Das, was ich erwähnte, Mann oder Frau, ist aber eigentlich nur in der Zeit der Blüte vorhanden. Jetzt, in dem Moment, wo wir den Apfel haben, haben wir eigentlich eine Frau. Denn diese Frau beinhaltet ja die Samen, also die neuen Babys. Der Mann ist zur Zeit der Blüte ja nur als Pollen vorhanden.
nachdem die Früchte herangewachsen sind und die Samen im Inneren der Äpfel herangereift sind, ist dann der Herbst gekommen und sowohl die Früchte als wie auch die Samen sind reif. Und jetzt möchten wir natürlich an die Samen herankommen und das passiert eigentlich auf ganz banale Art und Weise, indem ich den Apfel einfach nur querschneide. Um an das Kerngehäuse zu kommen. Und in dem Kerngehäuse befinden sich mehrere Kammern, in denen teilweise Samen zu finden sind. Das hängt von der Befruchtung im Frühjahr ab, wie viele Samen da sind. Und diese Samen werden nun vorsichtig entfernt und gesammelt. Und wir sehen hier, wir haben aus diesem Jonagoldapfel 1, 2, 3, 4, 5 verschiedene Samen gewonnen. Jetzt ist es so, dass jeder Samenkorn einzeln befruchtet wurde. Und das bedeutet, dass wenn die Biene gekommen ist, dann hat es auf jeden von diesen Samenanlagen dann Pollen verteilt. Es kann also auch sein, dass die Biene bei ihrem Rundflug bei mehreren Vatersorten vorbeigekommen ist. Und so kann es auch wieder sein, dass eben auch verschiedene Befruchtungskombinationen stattgefunden haben. Was wieder bedeutet, dass jeder Kern, der hier liegt, eine andere Sorte ist. Wenn er dann gewachsen ist und Früchte trägt, kann man das dann sehen, wie das aussieht. Wir haben hier noch die Sorte Braeburn. Ich werde dann auch mal. Wir sehen hier auch eine sehr schöne Befruchtung, die stattgefunden hat und auch sehr viele Kerne, die wir jetzt dann hiermit sammeln können. Bei der Sorte Braeburn sind sogar in diesem Apfel 9 verschiedene Samen geerntet worden und jetzt haben wir hier also schon 14 verschiedene Sorten liegen, die wir jetzt dann aussehen müssen. Aber die Natur hat noch einen kleinen Riegel davor geschoben. Und zwar hat sie gesagt, wenn diese Samen jetzt auf der Erde liegen im Herbst und sie würden keimen, dann käme der Winter und die Samen oder die kleinen Pflänzchen sind kaputt. Deshalb befindet sich in jedem Samenkorn hier eine Menge an keimhemmenden Stoffen. Das heißt, diese keimhemmenden Stoffe sorgen dafür, dass der Samen nicht im Herbst keimt, sondern durch Kälte müssen diese Stoffe erst abgebaut werden. Das heißt, sie müssen den Winter über erst im Boden liegen, damit sie zum Frühjahr hin dann erst keimen können und können wachsen. Nun werde ich bei meiner Arbeit aber die Samen nicht nach draußen bringen, sondern ich mache es eigentlich ganz einfach. Ich nehme diese Samen, hole mir eine kleine Schale und werde diese Samen dann in die Schale legen, vorsichtig zudecken. Und habe die Samen dann geschützt und werde die bei 1 bis 2 Grad in den Kühlschrank legen. Wir haben jetzt diese Samen 10 Wochen im Kühlschrank gehabt und wir wollen mal schauen, wie sie sich weiterentwickelt haben. Wir haben sie ja als Samen in die Schale gebracht und dann in den Kühlschrank gelegt und wir sehen, dass die Entfernung der keimhemmenden Stoffe ganz wunderbar funktioniert hat. Die Samen haben schon im Kühlschrank angefangen zu keimen. Wir sehen Samen, die gerade in der Samenschale aufbrechen, wo der Keim ganz wenig zu sehen ist. Wir haben auch schon Samen, die ganz lange Keime gemacht haben, die wir dann vorsichtig dann behandeln müssen, damit sie nicht abbrechen. Aber es wird sich zeigen hier, dass
die Stratifikation, so wie das heißt, Entfernen der keimhemmenden Stoffe, ganz wunderbar funktioniert hat. Diese Samen werden jetzt ganz normal ausgesät. Und dafür benötige ich erstmal ein Sandbeet, wo ich die Samen dann bedecke. Und dieses Beet werde ich dann ins Gewächshaus bringen, wo die jungen Pflanzen richtig auskeimen und auch schon wachsen können. Die gekeimten Samen nehme ich vorsichtig aus der Keimschale und verteile sie in meinem Samenbeet, wobei ich ganz vorsichtig darauf achte, dass keine Keime kaputt gehen. Nun werden die Samen ganz vorsichtig mit Sand bedeckt und müssen dann immer gut feucht gehalten werden, damit sie dann keimen können. Nährstoffe brauchen die Samen noch nicht, weil die Natur den jungen Pflanzen alles mitgegeben hat, was sie brauchen, um die ersten Lebenswochen zu überstehen. Erst wenn sie weiter wachsen wollen, größer werden wollen, dann benötigt der Samen auch Nährstoffe, damit er sich weiterentwickeln kann. So, und dieses Beet wird dann ins Gewächshaus gebracht und ich denke mal, dass wir in 3 Wochen Pflanzen sehen können, die hier schon eine Höhe von 3 bis 4 cm haben. Unsere Sämlinge, die wir also vorher gezeigt haben, sind nunmehr ja ins Gewächshaus gekommen und im Gewächshaus haben sie gekeimt und haben jetzt nach 6 Wochen ihre Größe, so wie wir sie hier zeigen, erreicht. Die Pflanze hat sich sehr schön entwickelt und wir sehen vor allen Dingen noch die letzten Keimblätter. Der Apfel gehört zu der Art der dikotylen Pflanzen. Das bedeutet, es entstehen immer 2 Keimblätter bei der Keimung und aus diesen Keimblättern entwickelt sich dann die neue Pflanze und der fertige Trieb. Diese Pflanzen, wie gesagt, sind 6 Wochen alt und zeigen jetzt in diesem Stadion schon die ganze Vielfalt der Apfelsorten. Jede Pflanze ist ja eine eigene Sorte. Man muss sich das vorstellen, jeder Mensch ist Mensch, aber durch seine Unterschiede, sei es in der Hautfarbe, sei es im Wesen oder aber auch in seinem Charakter, sind ja überall Unterschiede vorhanden. Genauso ist es beim Apfel auch. Wir sehen hier eine Pflanze mit etwas hellrotem Blatt. Wir haben hier eine Sorte mit ganz dunkelroten Blättern. Das weist uns schon darauf hin, dass wir auch nachher bei den Früchten eine ganz große Vielfalt erwarten können. Hier zum Beispiel ist eine Sorte mit einem sehr länglichen Blatt. Im Vergleich dazu haben wir hier ein dickes, volles Blatt. Dadurch können wir also jetzt schon die ganzen Unterschiede, die wir dann erwarten werden, schon im Vorfeld sehen. Was uns im Nachhinein dann wirklich erwartet, das steht also noch offen da. Wir haben jetzt hier Pflanzen, die 12 Wochen alt sind, im Vergleich zu den Pflanzen, die wir vor 6 Wochen hatten. Man sieht also den immensen Unterschied. Die Pflanze hat sich sehr schön entwickelt, hat viele Blattknospen gemacht und schon auch viele Blätter. Und diese Pflanze, die auch einen entsprechend kräftigen Wurzelballen hat, soll jetzt ausgepflanzt werden ins Freiland, wo sie dann sich weiterentwickelt. Damit die Pflanze aber nicht irgendwie wächst, müssen wir sie stäben, sagt man. Wir setzen einen Stab und fixieren die Pflanze
mit kleinen Drahthalterungen an dem Stab, damit sie auch gerade hochwachsen kann. Denn nur wenn wir eine gerade Pflanze haben, können wir nachher im August von dieser Pflanze Triebe abschneiden, um sie dann weiter zu veredeln. Nun habe ich eine schöne, gerade wachsende Pflanze, die dann demnächst ausgepflanzt wird. Wir befinden uns jetzt im August und bis zum August sind die jungen Triebe der Sämlinge herangewachsen und haben schon einen richtig schönen satten Zweig gebildet. Nun bin ich an diese jungen Bäume gegangen und habe sie mit der Schere in dieser Höhe ungefähr abgeschnitten, sodass ich hier einen Trieb habe mit ganz vielen Blattansätzen. Diese Blattansätze, die schneide ich ab, um die darunterliegenden Augen, sagt man, freizulegen. In diesen Augen sitzt die ganze Information der Sorte. Und diese Augen werden nunmehr auf eine Unterlage veredelt. Und das bedeutet, dass wir hier eine andere Apfelsorte haben, die besondere Eigenschaften